Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, Sebastian hier von Deathmar Models. Ja, willkommen zur nächsten Ghostbusters Act 1 Folge mit Ausgabe Nummer 10 und Nummer 11. Und ja, wir werden heute wieder oder weiter Kleinteile hier an unseren ach so kleinen Motorblock hier vom Cadillac anbringen. Und genau, bevor wir jetzt aber damit anfangen, den Schraubendreher zu zücken und Teile anzuschrauben, lasst ihr gerne noch ein Abo auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich entsprechend sehr freuen. So, wir bekommen wieder diverse, viele Kleinteile und gleichermaßen auch sehr viele Schraubbeutel hier. Und zwar BPGP, dann ist hier ein Beutel mit so kleinen, wie so Zapfen drin. Dann haben wir hier noch EP-Schrauben. FM und DP. So, dann haben wir hier so ganz viele verschiedene Halterungsteile und Kolben und überhaupt, deren Teilenamen ich jetzt nicht kenne, was jetzt aber, denke ich, für den Zusammenbau nicht weiter tragisch ist. So. Ich kann euch ja kurz die Arbeitsschritte eben in der Anleitung zeigen. So, wir werden also da als erstes mal hier so ein Bügel oder was bauen, den man da an den Motor antackern. Und im gleichen Zuge werden dann hier noch so ein paar einzelne Zusatzkomponenten gefertigt, die dann ebenfalls da, wo man die gelben Fortschritte sieht, dann an den Motorblock noch angebracht werden. Und das ist dann quasi unser finales Foto, wie die Baustage Nummer 10 dann zu Ende geht. Nachdem unser Motorblock jetzt hier diverse Teile, ich vermute mal, dass das hier Lichtmaschine oder sowas ist, jetzt bekommen hat, des Weiteren auch hier noch so einen Zylinder habe ich gerade eben noch angeschraubt, werden wir jetzt mit Ausgabe Nummer 11 weitermachen. Und in der 11 bekommen wir jetzt quasi diese ganzen Laufradkomponenten, wo hier später die Keilriemen alle drüber laufen, also die Zahnradriemen. Die werden wir jetzt hier zusammenschustern und hiervon noch als nächsten und letzten Arbeitsschritt für heute anbringen.
Was ich sonderlich toll finde, was ich gerade sehe, ist, dass diese Scheiben alle mit Kennungen markiert sind. Ich gucke mal, ob ich das so ins Bild bekomme. Na? Bin ich zu nah drin oder was ist los? Da, jetzt sieht man es hier oben. Steht hier zum Beispiel 11K drin. Und so hat jedes dieser einzelnen Teile seine eigene Teilenummer. Hier zum Beispiel 11J. So. Finde ich sehr cool. Gut, ich sage mal, bei der Größe der Teile ist es, denke ich, auch besser, das direkt auf die Teile zu drucken, anstatt dass man es nur ins Heft sagt. Okay, so, als erstes brauchen wir hier dieses Blech und dieses schwarze Gehäuse hier. Nachdem wir jetzt diese erste Komponente hier gefertigt haben, wird diese jetzt hier an den Bauabschnitt der letzten Ausgabe angefügt. Und zwar war der letzte Schritt hier diese Viererplatte anzuschrauben, dann diesen Trichter hier oder Zylinder. Und an diesen kommt jetzt dieses Plattenteil jetzt hier so mit dran. Danach werden wir jetzt hier diese eine Stange noch als, ich denke mal, Verstärkungshalterung noch hier von dem Zylinder an den Motorblock anbringen. Und zu guter Letzt machen wir hier aus den drei verbleibenden Scheiben eine Komponente und setzen die noch im Anschluss hier unten dran. So, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder für die heutige, ja, weitere Doppelfolge. Ein paar einzelne neue Komponenten sind angebracht worden, wie zum Beispiel dieses Teil hier
Dann die zwei Laufrollen hier. Und wo ist es? Genau, dieses kleine viereckige Plättchen da. Ne? Dann wurde ebenfalls auch diese eine Laufrolle hier mit so einer Strebe noch am Motorblock verstärkt befestigt. Und damit sieht das Ganze schon richtig schick aus. Ja. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinschaltet, wenn dann der Cadillac hier weiter wachsen kann. Also, macht's bis dahin gut. Ciao. Also, was dann von Deaf Models. Adi.